zwei Fragen. Zum einen, Eine. Frage: Eine. Wird man zu reagieren, wenn man im Gebet geht? Wie soll man reagieren, wenn man im Gebet geht? Bei Al-Bukhari wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wir, wenn wir gähnen, das Gähnen was machen sollen? Wir sollen es unterdrücken, denn der Shaitan lacht damit jemanden aus. Wie sollen wir das unterdrücken? Viele Gelehrte erwähnen, man soll so etwas mit den Zähnen auf die Lippe beißen. So zum Beispiel, wenn man gehen muss, etwas entgegensetzen, so dass man nicht, ihr wisst, es gibt Leute, Subhanallah, kennt ihr, wie heißen diese Nilpferde? Wenn er, als ob er jemand verschlingen möchte. Und das gehört sich nicht, liebe Geschwister. Das ist kein Adab. Wir stehen vor wen? Vor Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, schaut mal Ali ibn Hussein, Zainul Abidin, Rahimullah Ta'ala. Als er beten wollte, bevor er angefangen hat, haben die Leute gesehen, er ist blass, er ist fast umgefallen. Dann haben sie ihn gesagt, was ist los mit dir? Er sagte, wisst ihr, vor wem ich gleich stehen werde? Das war für ihn Grund genug, damit er fast zusammenbricht. Weil er kannte die Stellung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.